أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. Dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir lieben es bei Allah, und ihr wisst nicht, wie sehr diese inshallah gläubigen Gesichter zu sehen. Und ich bitte Allah darum, innigst, dass er uns nur von dieser Welt gehen lässt, während er mit uns zufrieden ist. Und dass Allah Azza wa Jal uns allen Gottesfurcht in unsere Herzen eingibt. Und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns als stolze Muslime leben lässt und uns niemals vor den Kuffar erniedrigt. O Diener Allahs, und wir alle sind Diener Allahs. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-Rahmani 'abda. Alles, was zwischen Himmel und Erde zurückkehrt zu Allah Azza wa Jal, wird nicht anders zurückkehren, außer als Diener. Allah ist Allah. Und alles außer Allah ist die Schöpfung. Wir müssen uns unterwerfen. Wer hat uns erschaffen? Allah. Wer lässt uns sterben? Weder haben wir bestimmt, wann wir zur Welt kommen, noch werden wir bestimmen, wann wir von dieser Welt gehen. Was hast du zu sagen auf dieser Welt? Du bist ein Diener, der arm ist, der bedürftig ist, der die Zufriedenheit Allahs braucht, damit er Yawmul Qiyamah mit dir barmherzig ist, mit dir und mir und uns in das Paradies eingehen lässt. Möge Allah Azza wa Jalla uns alle in das Paradies eingehen lassen. Du wirst krank und du merkst, du bist ein schwacher Diener. Wenn du mehr bist als ein Diener, dann werde nicht krank. Wenn du mehr bist als ein Diener, dann nimm dir in diesem Leben, was du möchtest. Wenn du mehr bist als ein Diener, wie du vielleicht in deinem Herzen verinnerlichst, ohne es sogar mit der Zunge auszusprechen, dann bestimme du, wann du von dieser Welt gehst. Aber solange das nicht der Fall ist, und es wird niemals der Fall sein, psst, unterwirf dich vor Allah. Sei ein geehrter Diener Allahs. Tue, was Allah dir befohlen hat und unterlasse, was Allah Azza wa Jal dir verboten hat. Und du wirst das Leben von einem der besten Diener auf dieser Welt leben. Ey Allah, glaube diesen Worten, denn die hat nicht Abu al-Bara gesagt, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt das im Koran. Höre diese Wörter und genieße sie. Und der Koran ist nur ein Genuss für die Gläubigen. Alle anderen, die nicht an diesen Koran glauben, sind leider schon irre gegangen und sie wissen nicht, was die Worte Allahs beinhalten, weil Allah sie nicht recht geleitet hat, zu diesem Licht. Aber du, der recht geleitet wurde, um diese Worte zu verstehen, genieße diese Wörter. Allah Azza wa Jal sagt, man amina salih min zakarin au unza. Derjenige, der Gutes tut, sei er ein Mann oder eine Frau. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Und er ist dabei ein Gläubiger. Was bedeutet Gläubiger? Er ist ein Muslim. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Dem werden wir ein schönes Leben bescheren. In der Dunya und in der Akhira. Möge Allah uns unter den Glückseligen machen. Was willst du noch mehr, O Diener Allahs? Du lebst in dieser Dunya und wenn du dich verabschiedest von dieser Dunya, so hast du gelebt als Diener
ein geehrter Diener, Allah war mit dir zufrieden, die Engel haben dich geliebt, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wünscht sich, dich zu treffen, Yawmul Qiyamah, und du kehrst dann zurück zu Allah, während er mit dir zufrieden ist. Ja, ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. O du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast, und Yawm al-Qiyamah ist nicht so weit entfernt, wie viele von uns denken. Allah Azza wa Jalla sagt, o du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast, kehre zurück zu Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, während Allah mit dir zufrieden ist. Anders brauchst du nicht zurückzukehren zu Allah. Denn das, was dich erwartet, wird eine gewaltige Prüfung für dich sein. Wenn du nicht für das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jalla hier gearbeitet hast in dieser Dunya, diese Seele, sie wird herausgenommen aus deinem Körper, o Diener Allahs. Die Kuffar haben kein Wissen über die Seele. Bis heute wissen sie nicht, was die Seele ist. Weil Allah das im Koran gesagt hat, dass niemand über diese Seele richtiges Wissen erlangen wird. Und das wird so sein und das wird so bleiben. Aber diese Seele existiert in unserem Körper. Sie wird herausgenommen und Allah Azza wa Jal wird sie zur Rechenschaft ziehen, Yawm al-Qiyamah. Aber du solltest darauf achten, dass Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist. Und wir werden heute bi'idhnillahi as-sami'il alim in Richtung der Zufriedenheit Allahs weitergehen, o Diener Allahs. Indem wir heute darüber sprechen, warum musst du als Diener Allahs Allah einfach lieben? Mehr als alles andere. Du solltest verstehen, dass du nichts in dieser Dunya mehr lieben darfst als Allah. Höre diese Ayat. Allah Azza wa Jal sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. O ihr, die ihr glaubt, wer sich von euch, von seiner Religion abwendet, bei Allah, und wie viele haben sich abgewendet, von der Religion Allahs hin zu dem Leben der Kuffar. Sie kümmern sich darum, dass die Kuffar mit ihnen zufrieden sind, und sie wissen nicht, diese Ärmsten, dass weder ein Kafir über dein Leben und über deinen Tod entscheidet, sondern es ist nur Allah. O ihr, die ihr glaubt, wer sich von euch, von seiner Religion abwendet, höre zu, so wird Allah ein neues Volk herbeibringen. Warum? Weil er das alte Volk nicht liebt. Er ist nicht zufrieden mit diesem Volk, also wird er es vernichten. Wer sich von euch, von seiner Religion abwendet, so wird Allah ein neues Volk herbeibringen. Ein Volk, welches er liebt. Allah Azza wa Jalla sagt, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Er liebt dieses Volk und sie lieben ihn. Wehe dir, dass du etwas mehr liebst als Allah. Und das Gewaltige in dieser Ayah ist, dass Allah seine Liebe vor der Liebe des Volkes zu ihm gestellt hat. Allah Azza wa Jalla sagt, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Warum stellt Allah seine Liebe vor der Liebe des Volkes zu ihm? Er ist der Reiche, er ist der Mächtige, er bedarf niemanden, subhanahu wa ta'ala, und trotzdem fängt er mit seiner Liebe an, bevor er sagt, dass er von dir erwartet, dass du ihn liebst. Wer braucht wen? Der Reiche den Armen oder der Arme den Reichen? Der Arme den Reichen. Wer braucht wen? Der Kranke den Arzt oder der Arzt den Kranken? Das ist die Sache. Allah Azza wa Jal besitzt alles, subhanahu wa ta'ala, und trotzdem stellt er seine Liebe zum Volk vor der Liebe des Volkes zu ihm. Subhanahu wa ta'ala. Und eine Frage an dich. An wen denkst du als erstes, wenn du aufstehst? Und wer kommt dir als letztes in den Sinn, bevor du schlafen gehst? Wenn das nicht Allah ist, dann ändere dein Leben. Ein Muslim, wenn er aufsteht, dann sagt er Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alles Lob gebührt Allah,
der uns zum Leben erweckt hat. Denn nach dem Schlaf warst du in einem Zustand von einem kleinen Tod, der uns zum Leben erweckt hat, und Allah hätte dir dein Leben nicht zurückgeben müssen. Und zu ihm ist die Rückkehr. Das sind deine ersten Worte, wenn du aufstehst. Und bevor du schlafen gehst, lobpreist du Allah, wie die Sunna es dir beigebracht hat. So bist du ein ergebener Diener, der Allah am meisten liebt. Und ich frage dich, o Diener Allahs, wenn du alles in dieser Welt besitzen würdest. Gibt es einen Mensch, der die gesamte Dunya besitzt? Antwort: Nein. Wenn du aber in der Dunya alles besitzen würdest, ausnahmslos, aber Allah hasst dich, was hast du von deinem Leben? Deine Hauptbeschäftigung muss sein, Allah zufriedenzustellen und ihn nicht zornig zu machen. Das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist, dass Allah auf dich zornig ist. So wie er zornig, subhanahu wa ta'ala, über viele sogenannte Muslime ist. Schaut, was Allah zulässt, was die Kuffar mit unseren Muslimen in unseren Ländern machen. Und sie haben noch nicht einmal den gewaltigen Zorn von Allah Azza wa Jalla. Allahumma irfa' al-bala an hadhihi. Wir haben noch gar nichts gesehen. Aber wenn Allah zornig ist, dann ist er zornig. Und Yawm al-Qiyamah, wenn die Menschen zu den Propheten gehen und sie darum bitten, dass diese Propheten ein gutes Wort bei Allah Azza wa Jalla einlegen sollen, so sagen alle Propheten einen Satz. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghayri. Heute kümmere ich mich nur um meine Seele, sagt jeder einzelne Prophet. Und sie haben keine Sünde. Und sie haben ihren Platz im Paradies schon gesichert. Und sie sagen, nafsi, nafsi, heute interessiert mich nur meine eigene Seele. Geh zu einem anderen Prophet. Und sie sagen noch eine Sache, die solltest du dir in deinem Herzen eintätowieren. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithla wa la ba'dahu mithla. Mein Herr ist so zornig an diesem Tag, wie er es nie zuvor gewesen ist. Und wie er es nie wieder danach sein wird. Willst du an so einem Tag mit einem Katalog von Sünden vor Allah stehen, wo er noch nie so zornig gewesen ist wie an diesem Tag? Welche Entschuldigung hast du an diesem Tag? Ja Allah, dein Prophet hat mir verkündet. Und ich wusste sehr genau, dass ich diese üblen, gewaltigen Sünden nicht machen darf. Aber es war mir danach. Wie wird Allah an diesem Tag über dich entscheiden, o Diener Allahs? Wenn du jemanden liebst, dann erwähnst du ihn am meisten. Erwähnst du Allah? Wann erwähnst du Allah? Wallahi, es gibt Leute, die sagen nicht einmal 10-mal am Tag La ilaha illallah. Nein, eine größere Herausforderung. Sie sagen nicht mal 5-mal am Tag La ilaha illallah. Eine größere Herausforderung. Manche sprechen diese Wörter fast nie in ihrem Leben. Wie soll er La ilaha illallah sagen, wenn er am Todesbett liegt? Wie soll er La ilaha illallah sagen, wenn er auf dem Sterbebett liegt? Was wird er sagen in seinen letzten Sekunden, wenn Allah Azza wa Jalla ihn nicht befestigt? Was? Wenn du abgelenkt bist von dem Sagen von La ilaha illallah, weil du diese Wörter nie gesprochen hast, werden sie dir einfallen, kurz vor dem Tod. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Und die Benommenheit des Todes, die Schwere des Todes wird eintreten. Bei jedem von uns. Dieses, sagt Allah, ist das, wovor sie immer wegzurennen pflegten. Sie wollten wegrennen vor dem Tod. Aber der Tod
Du kannst nicht vor ihm wegrennen. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Spricht der Tod, vor dem ihr wegrennt. Ihr rennt in den Osten, er kommt vom Osten. Ihr rennt in den Westen, er kommt vom Westen. Ihr begibt euch auf hohe Türme und er kommt nach oben, ganz gleich, wo auch immer ihr seid, der Tod wird euch einholen. Allah Azza wa Jalla spricht, der Tod, vor dem ihr wegrennt, er wird euch sicherlich einholen. Dann werdet ihr zurückgebracht zum Kenner des Verborgenen und des Offensichtlichen Allah. So wird er euch klar machen, was ihr in dieser Dunya gemacht habt. Ob ihr falsch oder richtig gelebt habt. O Diener Allahs, ich hoffe, dass du mir heute für diese paar Minuten dein Ohr leihst und vor allen Dingen dein Herz. Denn wie viele hören was mit ihren Ohren, aber es gelangt nicht in ihre Herzen und dadurch ändern sie sich nicht auf dem Weg der Rechtleitung. Subhanallah, lasst uns heute darüber reden, warum wir Allah Azza wa Jal über alles lieben sollten. Der erste Punkt: Wenn Allah dich liebt, dann wird er dich nicht bestrafen. Wenn Allah dich liebt, so wird er dich niemals bestrafen, sei dir sicher. Als der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages eine Frau gesehen hat, die ihr Kind gesucht hat, ihr Kleinkind, so hat sie es irgendwann gefunden und sie hat es einige Tage nicht gesehen gehabt und sie hat das Kind genommen und es an ihre Brust gedrückt und hat es gestillt. Und der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er hat den Sahaba immer etwas beigebracht. Er sagte zu ihnen: "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fin-nar?" Würde einer von euch glauben, dass diese Mutter ihr Kind freiwillig in das Feuer hereinwerfen würde, eine Mutter, die ihr Kleinkind, welches sie stillt, freiwillig in das Feuer hereinwirft? Qalu, so sagten sie, la wallah, nein, bei Allah, nein. Wa hiya taqdiru ala an la tatraha. Und sie ist in der Lage, dass sie ihn nicht hereinwirft in das Feuer. Qala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi. Allah ist noch barmherziger zu seinen Dienern als diese Frau zu ihrem Kind. Allahu Akbar. Und in einer anderen Überlieferung, ebenfalls in As-Sahih, sagt der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam: La wallah, innahu la yulqi habibahu finnar. Allah wird niemals seinen Liebling in das Feuer hereinwerfen. Liebt Allah dich? So sei dir sicher, er wird dich nicht bestrafen. Und tatsächlich, Allah Azza wa Jal sagt: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Was soll Allah mit eurer Strafe anfangen, wenn ihr doch nur dankbar seid und glaubt? Allah hat nichts davon, dass er dich bestraft. Ob er dich bestraft oder nicht bestraft, weder wird er reicher noch ärmer. Allah ist immer der Reiche, der Mächtige. Er hat nichts davon, dass er dich bestraft. Er hat nichts davon, subhanahu wa ta'ala, ob er dich ehrt oder dich erniedrigt. Er hat nichts davon. Aber er hat dir gesagt, wie du leben sollst. Wenn du dankbar bist, sagt Allah Azza wa Jal, dann hat er nichts davon, dass er dich bestraft. Das heißt, er wird dich nicht bestrafen. Und du glaubst an Allah, an dem einzigen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Frage: Kannst du Allah etwas antun? Es gibt Leute, wallahi al-azim, juhal, und es gibt Steigerungen. Ich will diese Wörter nicht benutzen. Er sagt: Allah hat mir eine Krankheit gegeben, jetzt werde ich erst recht sündigen. Jai, wen schadet er?
sich selbst. Allah hat ihn zum Beispiel einen Unfall machen lassen. Dann sagt er, jetzt erst recht, jetzt werde ich es Allah zeigen, ich höre auf zu beten. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ. Und derjenige, der sich anstrengt auf dem Wege Allahs, er strengt sich nur an für sich selbst. Er möchte es mit Allah aufnehmen. Subhan al-Malik. Dieser Ärmste weiß nicht, wer Allah Azza wa Jal ist. Das heißt, o Diener Allahs, Allah möchte dich nicht bestrafen. Er möchte dir nichts an Schaden zufügen. Nur mit einer Bedingung. Dass du dankbar bist und glaubst. Allahumma ja'alna min ash-shakirin wa min al-mu'minin. Du brauchst nur zu glauben und dankbar zu sein, so wird Allah Azza wa Jalla dich in Ruhe lassen, o Diener Allahs. Der zweite Punkt, warum wir Allah Azza wa Jalla über alles lieben sollten, ist, dass Allah Azza wa Jalla uns den Weg zu Reue so leicht gemacht hat. Subhanallah, vielleicht sitzen manche hier, die 20 Jahre Zina gemacht haben oder 10 Jahre Alkohol getrunken haben oder 5 Jahre Drogen genommen haben. Und sie haben Übles unter den Leuten angestellt. Und plötzlich bekommen sie etwas in ihrem Herzen und sagen, Ja Rab, verzeih. Diese Wörter, Ja Rab, verzeihen dir alle Sünden. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre hat er gesündigt. Er sagt nur, Ja Rab. Und ehe er die Wörter zu Ende gesprochen hat, hat Allah ihm schon vergeben. Er hat dich zur Reue geleitet. So sagt er uns im Koran, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, damit sie bereuen. Verstehe. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. Und Allah ist derjenige, der die Reue annimmt von seinen Dienern. Wallahi, wenn du diese Wörter verstehst, dann sagst du, was möchte Allah von uns? Wir sind doch nur seine Diener. Warum behandelt er uns auf diese barmherzige Art und Weise? Allah Azza wa Jalla sagt, daraufhin hat er sie zur Reue gelenkt, damit sie bereuen. Könnten wir bereuen, wenn Allah uns nicht gelenkt hätte? Nein. Und die Salaf-Gelehrten sagen, würde Allah dich bestrafen wollen, hätte er dich nicht zur Reue gelenkt. Er lenkt dich zur Reue, um dann deine Reue anzunehmen. Liebst du Allah am meisten? Allah, er lenkt dich zur Reue, damit er deine Reue annimmt. Und Allah deckt dich nicht auf mit deinen Sünden. Das war nicht immer so. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, so wird berichtet, annahu dhukira indahu banu Israel. Eines Tages stand Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, einer der gewaltigen Sahaba, einer der Weggefährten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und man sprach über Bani Israel, ein Volk, welches früher gelebt hat. وَمَا فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِهِ. Und was Allah Azza wa Jal ihnen an Gnaden gegeben hat. So sagte Ibn Mas'ud radiallahu anhu, und er hat uns den Koran erklärt, liebe Geschwister, كَانَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ إِذَا أَذْنَبَ أَحَدُهُمْ ذَنْبًا أَصْبَحَ وَقَدْ كُتِبَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ عَلَى أُسْكُفَّةِ بَابِهِ. Wenn einer von Bani Israel damals eine Sünde begangen hat, so stand am nächsten Morgen an seiner Türschwelle, welche Sünde er gemacht hat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stell dir vor, du gehst abends nach Hause und schaltest das Internet an und guckst dir die versauten Filme und die Bilder an. Und morgen stehst du auf, dann steht an deiner Tür und jeder liest es, der vorbeigeht an deiner Tür. هذا الرجل
شاهد الأفلام الإباحية. Dieser Mann hat sich die versauten Filme angeguckt. Kannst du dich dann noch unter den Leuten trauen? Was sagt Ibn Mas'ud? Damals wurden die Sünden offengelegt. An ihrer Tür stand, welche Sünde sie gemacht haben. Höre, was er weiter sagte. Radiyallahu anhu arda. Wa ja'ala Allahu kaffarata dhunubikum qawlan taquluna tastaghfiruna Allah fayaghfiru lakum. Und in eurer Nation ist das so, hat er ihnen erklärt, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dass wenn ihr Allah um Vergebung bittet, so wird er euch vergeben und er wird eure Sünden nicht offenlegen. Allah, er wäre in der Lage, dieses zu tun, unsere Sünden öffentlich zu machen. Bei Allah, niemand von uns würde sich dann noch trauen, herauszugehen. Niemand. Allahumma tub alayna. Weil wir Dinge in unseren Herzen haben, wir vergraben sie so tief wie möglich in der Hoffnung, dass diese Dinge nicht herauskommen, weil wir würden uns abgrundtief schämen vor der Menschheit und wir schämen uns nicht vor Allah, dem Herrn der Menschheit. Aber eine schlechte Nachricht für dich, o Diener Allahs, wenn du weiter fortfährst mit den Sünden und sie nicht unterlässt, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرَ. An diesem Tag werden die Geheimnisse geöffnet, offengelegt. Willst du, dass das unbedingt Yawm al-Qiyamah passiert, während die Engel in einer Reihe stehen und die Menschen in einer Reihe stehen und die Djinn in einer Reihe stehen und die Propheten zugegen sind und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er erfährt, was du gemacht hast. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرَ. An diesem Tag werden die Sünden offengelegt, die Geheimnisse. Allah, er subhanahu wa ta'ala, und deswegen solltest du ihn lieben, er vergibt dir einfach so. Nicht nur das. Du begehst jeden Tag Sünde. Mehrmals am Tag. Große Sünde. Sehr große Sünde. Und er, subhanahu wa ta'ala, wartet nur darauf, dir zu vergeben. So sagte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبْ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ. Allah freut sich über die Reue von einem von euch mehr als er sich selbst. Subhanallah. Allah freut sich über deine Reue. Was hat Allah von deiner Reue? Nichts. Er freut sich. Du begehst Zina mit einer fremden Frau. Daraufhin sagst du, ja Rabb, Allah freut sich, dass du zu ihm zurückgekehrt bist. Du sitzt mit deinen Freunden. Und vielleicht machen sie sich teilweise lustig über die Religion Allahs, weil du immer noch mit den Kuffar zusammen bist und du ziehst es nicht vor, mit gläubigen Muslimen einzig und alleine eine Freundschaft zu haben. So sitzt du mit diesen Leuten, vielleicht trinkst du sogar mit ihnen Alkohol, während sie sich lustig machen. Und so sehr hat dich das gar nicht gestört in deinem Herzen. Dann aber, als dir bewusst geworden ist, was du da getan hast, hast du gesagt, ja Rabb, vergib mir. Allah freut sich über deine Reue. Allah freut sich mehr über deine Reue. Subhan al-Malik, er freut sich, nein, Allah freut sich auf seine majestätische Art und Weise. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Nichts und niemand ist wie Allah. Er liebt auf seine Weise. Er hasst auf seine Weise. Er hat Wissen auf seine Art und Weise. Bei uns ist das etwas ganz anderes, wenn auch die Begriffe die gleichen sind. Er freut sich. Wann hast du Allah dazu gebracht, dass er sich freut? Er freut sich über deine Reue. Subhan al-Malik. Und du bist nicht gewillt, Allah um Vergebung zu bitten. Allah, er freut sich die gesamte Zeit, wenn du dich
zu ihm wendest und wenn du bei ihm bereust, eine Frage, o Diener Allahs, damit du den Unterschied kennenlernst zwischen Allah und seiner Schöpfung. Was, wenn du einer Person, der dich liebt, 10-mal am Tag etwas antun würdest? Würde er dich nach einer Zeit noch lieben? Nein. Und er würde dich vielleicht irgendwann verfluchen. Aber Allah freut sich immer wieder, dass du zurückkehrst und bei ihm bereust. Subhanallah. Das ist Allah, den du nicht kennst. Und höre zu, Allah hat dir nicht nur vergeben, wenn du bei ihm bereust, obwohl du eine lange Zeit gesündigt hast, sondern Allah gibt dir mehr, als du verdienst. Allah Azza wa Jalla sagt, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Außer die bereuen und glauben und Gutes tun, so wird Allah ihre Sünden zu guten Taten umwandeln. Und Allah ist doch der Allerbarmer, der Barmherzige. Verstehst du, was das bedeutet? Du sündigst die gesamte Zeit, dann bereust du bei Allah Azza wa Jal mit Glaube und änderst dich. Allah wird dir vergeben. Und zu dieser Ayah gibt es eine Überlieferung, liebe Geschwister. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So sagt der Gesandte Allahs. يُؤْتَ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ein Mann wird يوم القيامة vor Allah vorgeführt. Der Tag der Abrechnung. Möge Allah uns an diesem Tag alle Sicherheit geben. فَيُقَال. So wird zu ihm gesagt, zu dem Mann, der vorgeführt wird. اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِ. Legt alle seine kleinen Sünden auf. Allah sagt das zu den Engeln. Legt alle seine kleinen Sünden auf. Deckt sie auf. فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُهَا. So werden alle kleinen Sünden von ihm aufgelegt, offengelegt. وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا. Aber die großen Sünden bleiben verdeckt, versteckt. فَيُقَال. So wird gesagt, عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. Hast du an diesem Tag diese und jene Sünde begangen? وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْكِبَارِ. Es wurden nur seine kleinen Sünden aufgedeckt. Sie wurden offengelegt. Dann fragt Allah Azza wa Jal ihn, hast du an diesem Tag diese und jene Sünde gemacht? Dann bekommt er es mit der Angst zu tun. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْكِبَارِ. Er denkt sich, wenn ich jetzt schon wegen den kleinen Sünden so abgerechnet werde, was wird mit den großen Sünden sein? فَيُقَالْ. Dann wird gesagt, أعطوه من كل سيئة عملها حسنة. Schreibt ihm für jede kleine Sünde, die er getan hat, eine gute Tat. Und es sind vielleicht Millionen. Schreibt ihm für jede kleine Sünde, die er getan hat, eine gute Tat. Was sagt dieser Mann, der noch kurz davor war, zu verzweifeln, weil er gedacht hat, was wird dann mit den großen Sünden sein? So wird er sagen, إِنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا هَهُنَا. Ich habe noch große Sünden, von denen ihr nichts wisst. Schreibt sie mir auch. Allahu Akbar. So sagt der Überlieferer von dieser Überlieferung, وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. So habe ich den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen, wie er gelacht hat, als er diese Überlieferung überliefert hat, so dass seine Eckzähne zu sehen waren. Subhan al-Malik. Wir sündigen, Allah schreibt uns dafür Yawmul Qiyamah gute Tat. Warum musst du Allah einfach lieben? Der dritte Grund, warum wir Allah Azza wa Jal lieben müssen, er bewahrt uns vor allem Schlechtem. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Ich merke, es wird euch langweilig, langsam Salawat zu machen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'mina ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'ama wash-sharab. Allah
Er schützt seinen gläubigen Diener. Unterstreicht was? Seinen gläubigen Diener. Nicht seinen Diener, seinen gläubigen Diener. Vor der Dunya. Allah beschützt ihn vor der Dunya. Wa huwa yuhibbuhu, während er ihn liebt. Passe gut auf. So wie ihr eure Kranken davor bewahrt und ihnen nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Und Allah gehört das höchste Beispiel. Wenn deine Mutter zuckerkrank ist, wirst du ihr alles zu essen und zu trinken geben? Auf keinen Fall. Außer einer, der schnell das Erbe will, richtig? Aber sonst wird das niemand machen. Das heißt, du passt sehr genau darauf auf, was gibst du ihr zu essen und zu trinken. Allah sagt dir, und ihm gehört das höchste Beispiel, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Er schützt dich vor der Dunya, wenn du ein Gläubiger bist. Und er schützt dich nur, wenn er dich liebt, vor der Dunya, damit dir nichts passiert, damit du nicht in dieser Dunya hereinfällst und Allah vergisst. So schützt er dich vor dieser Sache, damit du nicht hereinfällst. Verstehst du jetzt, warum Allah dir nicht viel Geld gibt? Verstehst du jetzt, warum Allah Azza wa Jal dir noch keine Frau gegeben hat? Du sagst mir, Abul Bara, was ist schlimm an Geld und an einer Frau? Wenn du gläubig bist, nichts. Aber kannst du mit diesen Dingen umgehen? Besteht jeder Mensch die Prüfung? Sagt es mir. Nein. Einer war religiös. Plötzlich, als er viel Geld bekommen hat, subhanallah, hat er Allah vergessen. Deswegen gibt Allah ihm auch kein Geld. Der andere, er möchte heiraten, aber er findet keine Frau. Und subhanallah, jeden Weg versperrt Allah ihm. Warum? Weil er ihn hasst? Weil er ihn liebt. Gibt Allah ihm keine Frau. Was haben wir gesagt? Ist eine Frau haram? Nein, man darf sie heiraten. Aber dieser Diener kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dieser Frau umgehen. Wie viele Leute? Sie haben geheiratet. Und ich denke, die sind dann ausgewandert zu einer Insel der frisch Verheirateten. Weil wir haben sie nie wieder gesehen. Keiner mehr. Ein Bruder hat mich einmal angerufen. Er sagt zu mir, mein Bruder hat geheiratet im Libanon, wir finden ihn nicht mehr. Ja, woher soll ich denn wissen, wo er ist? Hat sich rausgestellt, er war irgendwo in einer Berggegend und hat sich total isoliert von den Menschen. Ja, subhanallah. Allah gibt dir manchmal eine Sache nicht, weil du nicht damit umgehen kannst. Nicht, weil er geizig ist. A'udhu billah, er ist der König der Reiche. Und nicht, weil er dich hasst, nein, weil er dich liebt. Du willst vielleicht ein teures Auto. Du bekommst es aber nicht. Warum? Weil Allah dich liebt. Weil wenn du dieses Auto hast, fährst du Kölner Dom hoch und runter. Baf Didi Musik und Scheibenwischer. Damit jeder dich erkennt, dass du ein neues Auto hast. Die Frage, kannst du immer mit diesen Sachen umgehen? Antwort nein. Allah schützt dich davor. Aber deine Aufgabe ist, fest an ihn zu glauben und auf ihn zu vertrauen, subhanahu wa ta'ala, und dass du niemals deswegen Allah weniger liebst. Was machen manche Leute, wenn sie von Allah eine Sache nicht bekommen? Dann denken sie schlecht über Allah und die Liebe zu Allah wird weniger. Und ein anderer, er bekommt etwas von Allah, so steigt seine Liebe. Unsere Liebe zu Allah ist immer gleich. Ob du was bekommst oder nicht. Höre diese Aya. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Damit ihr nicht übermäßig traurig seid, wenn ihr eine Sache von der Dunya nicht bekommt. Damit ihr euch aber auch nicht übermäßig freut, wenn ihr eine Sache von der Dunya bekommt. Ganz gleich. Ob du eine Sache bekommst oder nicht bekommst, du liebst Allah immer gleich. A'udhu billah. Es gibt Leute, er sagt dir, ich bekomme von Allah keine Kinder, warum sollte ich ihn lieben? Ein anderer sagt dir, Allah hat unsere Tochter immer noch nicht geheilt, warum sollten wir ihn lieben? So etwas sagt niemals ein Gläubiger,
sondern nur jemand, der dem Unglauben näher ist als dem Glauben. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen. O Diener Allahs, ein weiterer Punkt. Und zähl, wie du zählen willst, warum du Allah am meisten lieben solltest. Wie oft hast du dich schlecht gegenüber Allah benommen und er hat dich immer wieder mit Liebe behandelt. Unsere Salaf-Gelehrten sagen, kam amaltahu tabaraka ismuhu bima yakrah fa'amalaka bima tuhib. Wie oft hast du gegenüber Allah Azza wa Jalla schlecht gehandelt, dich schlecht ihm gegenüber benommen und er hat dich immer wieder mit Liebe behandelt. Hat er dich nicht recht geleitet? Und du warst schon auf der Kante des Höllenfeuers. Was, wenn du so gestorben wärst in deiner Jahiliyyah? Ich frage euch, was hätten wir verdient, wenn wir in der Jahiliyyah gestorben wären? Was hätten wir verdient? Was hätten wir verdient? Das Paradies oder das Höllenfeuer? Das Höllenfeuer. Wir selber sagen es. Wir selber geben zu, dass wir nichts anderes als das Höllenfeuer verdient hätten. Einer von uns, der als Muslim geboren wurde, er hat Kufr gemacht, er hat Schirk gemacht, er hat die übelsten Sünden gemacht. Und wir waren schon auf der Kante des Höllenfeuers. Dann hat Allah uns von dort aus gerettet. Er hat uns recht geleitet. Allahumma lakal hamdu hatta tawwa. Er hat uns gerettet. Was, wenn du so gestorben wärst, als du noch eine Freundin hattest? Als du noch Witze über die Religion gemacht hast. Als du noch gesagt hast, ich weiß es besser als Allah. Wir waren auf der Kante des Höllenfeuers. Aber er hat uns, subhanahu wa ta'ala, recht geleitet. Er braucht uns nicht. Aber nur weil er etwas Gutes in deinem Herzen gesehen hat, so hat er dich recht geleitet und dich hierher zu den Gläubigen gebracht. Allahumma thabbitna ala din al-haq. So ist Allah. Das Problem ist, o Diener Allahs, wir kennen Allah Azza wa Jalla nicht. Ein weiterer Punkt, warum wir Allah Azza wa Jalla über alles lieben sollten. Er hat uns unendlich viele Gnaden gegeben. Eine Frage. Wie viel hast du für dein Leben bezahlt? Wie viel? Du. Wir haben nichts für unser Leben bezahlt. Hat Allah uns eine Rechnung geschickt für unser Leben? Nein. Er hat uns das Leben einfach so geschickt. Abul Bara, so doll finde ich mein Leben nicht, dann bring dich um. Wenn er drum ist, hier gleich um die Ecke. Undankbar! Er bekommt Gnaden von Allah. Und er bekämpft mit diesen Gnaden Allah. Allah hat dir Augen gegeben. Was machst du mit diesen Augen? Was schaust du dir an, o Diener Allahs, diese versauten Filme, Tag ein, Tag aus? Shaitan schämt sich, diese Filme zu schauen. Wie also kannst du vor dem Bildschirm sitzen, vor dem Tablet, vor dem Handy sitzen und du schaust dir diese Filme an, als ob Allah dich nicht sieht. Als ob die Engel nicht gerade alles aufschreiben würden. Und Allah sieht, wie sehr du dich freust, während du diese Sünde machst. Und wie dein Herz aufgeht bei dieser Sünde. Und so sollte dein Herz nur aufgehen, wenn du eine gute Tat machst. Wie kannst du dir diese Filme anschauen, während du dich nicht schämst vor Allah? Azza wa Jalla. Und bei Allah, wenn es nur an deiner Tür klopfen würde, so würde dein Herz in deine Hose fallen. Aber bei Allah regt sich nichts bei dir. Er hat dir diese Gnaden gegeben. Was hat er von dir verlangt? وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Und er hat euch alles gegeben, wonach ihr ihn gefragt habt. Subhanallah, wie viel Gnaden Allah dir gegeben hat.
Du sagst mir, ja, Abu al-Bara, ich bete auch und ich faste. Eine Frage, dein Gebet und dein Fasten, sind sie mehr wert als diese Gnaden, die Allah dir gegeben hat? Niemals. Niemals. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr eine Gnade, Ni'ma ist Einzahl, wenn ihr eine Gnade von Allah Azza wa Jal versuchen würdet aufzuzählen, ihr wärt nicht in der Lage dazu. Das heißt, sollen wir dann über die ganzen Gnaden sprechen? Allah hat uns herausgefordert mit einer Gnade. In einer Überlieferung, die Schwäche enthält, liebe Geschwister, gab es einen Mann von dem Volk von Bani Israel. Diese Überlieferung enthält Schwäche. Aber die Bedeutung ist richtig. Er hat Allah Azza wa Jalla jahrelang gedient. Er hat an einem Tal gelebt. Keine Sünden begangen. An einem Tal, niemand lebte mit ihm. Keine Fitna Spears, kein Buff Daddy, nichts. Er hat an einem Tal gelebt. Und irgendwann hat Allah Azza wa Jalla seine Seele genommen. So kam es dazu, dass Allah Azza wa Jalla zu diesem Diener gesagt hat, geh in das Paradies herein mit meiner Barmherzigkeit. Was denkt ihr, was hat der Mann gesagt? Nein, ich möchte nicht mit deiner Barmherzigkeit in das Paradies, sondern aufgrund meiner guten Taten. Dann hat Allah Azza wa Jalla den Engeln befohlen, sie sollen seine guten Taten zusammentun. Dann haben sie alle addiert, allesamt auf einer Waagschale. Und Allah hat nur eine Gnade von ihm auf eine andere Waagschale gelegt, sein Augenlicht. So wog sein Augenlicht schwerer als alle seine guten Taten. Dann sagte Allah, nimmt ihn und werft ihn ins Höllenfeuer. Er sagte, ja Allah, lass mich mit deiner Barmherzigkeit ins Paradies. Rahma min Allah Azza wa Jal. Die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Wie kommst du in das Paradies? Wer sagt mir das? Glaubst du tatsächlich, dass diese paar Gebete und diese paar Fastentage, die wir gelebt haben, dass sie das ewige Paradies rechtfertigen? Niemals. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِ. Wisset, dass niemand durch seine Taten in das Paradies hereingeht. Niemand von euch wird errettet alleine durch seine Taten. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَلَا أَنْتْ. Und du auch nicht, o Gesandter Allahs, fragten sie ihn sallallahu alaihi wasallam. قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Ich werde ebenfalls nicht das Paradies betreten, außer Allah. Er schenkt mir seine Barmherzigkeit und seine Huld. Nur so komme ich als Prophet aller Menschen in das Paradies. Welche Taten hast du? Besondere Taten, die ein ewiges Leben im Paradies rechtfertigen. Udukhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha, wa ladayna mazid. Allah Azza wa Jalla sagt zu den Paradiesbewohnern, yawmul qiyamah, möge Allah uns unter ihnen sehen. Er sagt, Allah Azza wa Jalla, tretet ein in das Paradies in Frieden. Das ist der Tag der Ewigkeit. Bedeutet, wenn wir einen anderen Hadith herbeiziehen, heute geht ihr in das Paradies als gesunde Menschen und ihr werdet nie wieder krank werden. Und ihr geht als junge Menschen, werdet nie wieder alt werden. Und ihr lebt ewig und ihr werdet nie wieder sterben. Betretet das Paradies in Ewigkeit. Dies ist der Tag der Ewigkeit. In ihm, im Paradies, sollt ihr bekommen, was auch immer ihr euch wünscht. So ist das im Paradies, o Diener Allahs. Du brauchst eine Sache nicht auszusprechen. Wenn du sie in Gedanken hast, ist sie vor dir. So wie du so haben möchtest und noch besser. In ihm sollt ihr bekommen, was auch immer ihr wollt. Und bei uns gibt es noch mehr. Du hast noch zusätzlich die Gnade und das ist die beste Gnade, Allah jeden Tag im Paradies zu sehen. Möge Allah uns seinen Anblick nicht verwehren. Amen. Welche Taten hast du schon gemacht, die das Paradies rechtfertigen? Subhanallah. Liebe Geschwister, Allah hat uns viele Gnaden gegeben. Und manche von uns sogar sind nicht bereit, freiwillig zum Weg zurückzukehren zu Allah Azza wa Jalla. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen? Er zieht sie auf der Nase zurecht.
Warum? Weil er von alleine nicht diese nötige Kraft aufgewendet hätte, zu Allah Azza wa Jalla zurückzukehren. Unser Sheikh ging einmal einen Besuch in Misr, in Ägypten, und er sagte zu diesem Mann, der ein kranker Mann gewesen ist und man hat bei ihm diagnostiziert, dass er Krebs hat, liebe Geschwister, so fragte der Sheikh ihn, wie geht es dir? Und unser Sheikh beschreibt, dieser Mann scheint ein Reicher zu sein, weil wenn man seine Kleidung gesehen hat, dann wusste man, dieser hat etwas mehr als der Durchschnitt verdient. Ein reicher Mann. Ein reicher Mann, der zudem sehr krank gewesen ist. Und man sagte ihm, du hast nur noch wenige Tage zu leben. So fragte unser Sheikh ihn, wie geht es dir? Wie lebst du diese Tage? Er sagte zu ihm, Wallahi, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Ich habe zu Allah zurückgefunden. Und ich möchte die restlichen Tage nur mit Allah leben. Subhanallah. Allah, er sieht, du kommst nicht von alleine, also zieht er dich auf die Nase. Weil anders verstehst du nicht. Aber was für ein Unterschied zwischen einem Diener, der freiwillig kommt, und einem Diener, der erst gezogen wird. Eine Frau in Misr, wunderschön, sie wollte nicht den Niqab tragen, den Gesichtsschleier. Also sagte man ihr, trage ihn, Allah befiehlt es dir. Sie sagte, und warum sollte ich ihn tragen? Ich bin eine wunderschöne Frau, seht ihr das nicht? Eines Tages machte sie einen Unfall. Und bei ihr platzte eine Ader im Kopf, so dass sie teilweise gelähmt war und an ihrem Bett gebunden war. Und ihr wisst, eine Person, die Monate krank ist, wie sie sich gehen lässt, auch im Aussehen. Also was hat sie gemacht, wenn sie mal raus musste, weil ihr Auge hat sich etwas verdreht im Gegensatz zum anderen Auge. So zog sie den Niqab an und ging raus. Warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Manche Leute muss Allah an ihrer Nase ziehen, weil sie nicht in der Lage sind, Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig sein Recht zu geben. Auch ein weiterer Grund, warum du Allah Azza wa Jalla über alles lieben solltest. Wenn du ihn bittest, so gibt er dir subhanahu wa ta'ala. Ein Diener, wenn er seine Hände hebt, so bekommt er etwas von Allah Azza wa Jalla. Daher frage ich dich, warum hast du eine schlechte Meinung über Allah? Zum einen bittest du ihn, zum anderen hast du eine schlechte Meinung über ihn. Wenn du eine schlechte Meinung hast, warum bittest du ihn überhaupt? Und noch eine größere Frage, sollte Allah dir geben und dich lieben, während du schlecht über ihn denkst? Wie viele sagen, ja Allah, gib mir eine Frau. Ach, er möchte mir keine Frau geben. A'udhu billah. Das heißt, während er bittet, hat er schon eine schlechte Meinung über Allah Azza wa Jalla. Höre diese wunderschöne Überlieferung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah azza wa jal la yadhaku min iyasati al-ibadi wa qunutihim wa qurbihi minhum. Allah lacht über seine Diener, die ihn bitten und nach einer Zeit verzweifeln, dass Allah ihnen nicht gegeben hat, was sie von ihm erbitten. Allah lacht über diese Diener, dass sie verzweifelt sind, wo er schon ihnen die Lösung heruntergeschickt hat. Dann sagte ein Mann, als er diesen Hadith gehört hat, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَوَا يَضْحَكُ رَبُّنَا. Einer vom Volk fragte, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, mein Vater und meine Mutter sollten für dich geopfert sein. Lacht unser Herr, Allah. قَالَ والذي نفسي بيده إنه لا يضحك. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, bei dem in dessen Hand meine Seele ist, wahrlich Allah lacht. Allahu Akbar. Höre, wie der Sahabi sofort verstanden hat. قال فقلت إذا لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. So werden wir von Allah nur Gutes bekommen, wenn er ein Herr ist, der lacht. Allahu Akbar. So werden wir von Allah nur Gutes bekommen. Wenn Allah lacht, dann werden wir nur Gutes von ihm zu erwarten haben. Subhanallah, einer bittet und sagt, ach, ich bekomme eh nicht, was ich von ihm will. Er gibt mir nicht, er macht die Türen zu seiner Barmherzigkeit. Nur bei mir. Alle Leute kriegen,
Alle Leute, ja, alle Leute. Nur ich. Ihr kennt diese Armseelen, nur ich, nicht ich. Und der Ärmste weiß nicht, Allah hat ihm schon die Lösung herabgesandt. Subhanallah. Allah hat ihm schon die Lösung herabgesandt. Warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer anderen Überlieferung, Inna Allah hayyun kalim, yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayh an yaruddahuma sifran khaibatih. Allah subhanahu beschreibt sich, er ist schamhaft und großzügig. Er ist schamhaft und großzügig. Er schämt sich, wenn sein Diener zu ihm die Hände hochhebt, dass er diese Hände einfach so zurückgehen lässt, ohne dass er ihnen etwas gibt. Bedeutet, wenn du gegenüber Allah sündigst und du hast dich nicht geschämt vor Allah, also hast du gesündigt, so hebst du die Hände zu Allah und Allah schämt sich, diese sündigen Hände wieder erfolglos zurückzuschicken. Subhanallah, wer versteht so etwas? Du sündigst und Allah schämt sich. Du sündigst und Allah schämt sich. Wie denkst du über Allah? Liebst du Allah am meisten? Wehe, du sagst mir, dass du deine Frau am meisten liebst. Wehe dir. Du darfst niemanden mehr lieben als Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und es gibt welche unter den Dienern, sie lieben anderes, ganz gleich was, wie man nur Allah lieben darf. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und die Gläubigen, sie lieben Allah am meisten. Ganz gleich, wie sehr ein Kafir seine Götzen liebt, ganz gleich, wie sehr ein Abgeirrter seine Gelüste liebt, wir lieben Allah mehr als alles andere. So ist die Beziehung von einem Diener zu Allah Azza wa Jalla. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, er fragte den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ayyu dhanbi a'zam, was ist die gewaltigste unter den Sünden, die man begehen kann? So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, An taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Dass du neben Allah einen anderen Gott zur Seite setzt, während Allah dich aber erschaffen hat. Und wallahi, so sind manche abgeirrt, Johal, Masakin. Allah erschafft sie und sie danken jemand anderem. Dabei gilt ihr gesamter Dank nur wem? Allah. Dein gesamter Dank muss Allah Azza wa Jal gelten. Und du weißt, o Diener Allahs, wenn du eine gute Tat machst, wie viel kriegst du bei Allah Azza wa Jal an Hasanat? 10 bis zum 700-fachen. Aber wenn du eine Sünde machst, dann kriegst du eine Sünde geschrieben. Warum? Weil Allah weiß, dass du mehr schlechte Taten machst als gute. Und du hast eine schlechte Ansicht über Allah. Du hast eine schlechte Meinung über Allah, dass er dich unbedingt bestrafen möchte. Warum all diese Sachen, wenn er dich bestrafen möchte? Daher, liebe Geschwister, beenden wir mit der Aussage von einem der Salaf-Gelehrten, die verstanden haben, wie ihre Beziehung zu Allah Azza wa Jalla ist. Er sagt, Utba al-Ghulam, Yaqul, إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فأنا لك محب. O Allah, wenn du mich bestrafst, so liebe ich dich. Und wenn du barmherzig mit mir bist, so liebe ich dich. Wenn du mich bestrafst, so liebe ich dich, weil ich habe diese Strafe verdient. Nicht du bist ungerecht, sondern ich war mir selbst gegenüber ungerecht. Aber wenn du barmherzig zu mir bist, so liebe ich dich, weil du liebst mir mehr als ich verdiene. Leute, die verstanden haben, wie ihre Beziehung zu Allah Azza wa Jalla ist. Und ich möchte nur, o Diener Allahs, dass wir alle unsere Beziehung zu Allah bessern.
dass wenn wir inshallah morgens aufstehen, dann denken wir als erstes an Allah. Und wenn wir zu Bett gehen, dann ist der letzte, den wir erwähnen, Allah. Und während des Tages lobpreisen wir ihn und machen ihn gewaltig. Du wirst sehen, ala bi dhikrillah. Tatma'innul qulub, werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken zu Allah ruhig. Ein Herz, welches nicht ruhig wird mit Dhikrullah, ist kein lebendiges Herz. Ich wiederhole, ein Herz, welches nicht zufrieden wird und ruhig wird mit dem Dhikr zu Allah, ist niemals ein lebendiges Herz. Darum bitte Allah, dass er dir ein neues Herz gibt. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala, der Allvergebende, uns allen vergeben. Subhanahu wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und Allah bezeugt, dass wir es immer wieder lieben, euch zu sehen. Ehrlich gesagt, ich war etwas angeschlagen vor dem Vortrag, aber jetzt geht es mir viel besser. Dadurch, dass ich Allah erwähnt habe und eure Gesichter gesehen habe, die mich an Allah Azza wa Jalla erinnern. So sagt der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ahabbu an-nas ila Allah, die besten Menschen, die Allah Azza wa Jalla liebt, am meisten liebt, sind wer? Idha ru'u dhukir Allah Azza wa Jalla. Wenn du diese Menschen siehst, dann denkst du sofort an Allah. Und in einer anderen Überlieferung, hum awliya'ullah. Sie sind die nahestehenden Dinas, die Freunde Allahs Azza wa Jalla. Möge Allah uns unter ihnen machen. Barakallahu fikum für eure gute Aufmerksamkeit.